Hallo und herzlich willkommen bei Akimbo. Mein Name ist Florian und in diesem Video von Kevin beschäftigen wir uns mit Soma, einem Horrorspiel von Frictional Games, das tiefgreifende Fragen aufwirft und seine ganz eigene kritische Interpretation liefert. Kann Technologie ökologische und soziale Probleme lösen? Ist Autonomie mit Hilfe von Technik erhaltbar? Und diese Frage will sich Kevin in diesem Video ganz besonders widmen. Wer bin ich eigentlich und was macht meine Identität aus? Dafür werden wir uns zunächst die Handlung ansehen und die wichtigsten Abschnitte für die Antwort auf diese Frage herausstellen. Danach wird die Theorie der personalen Identität von John Locke Thema sein und auf das Spiel angewandt. Zum Schluss blicken wir auf den Horror Somas, den wir dann mit realen Tendenzen der Nachbildung von Gehirnen und den wahnwitzigen Ideen von Ray Kurzweil vergleichen. Viel Spaß in der Analyse. In Soma spielt man Simon Jarrett, der nach einem Autounfall bleibende Schäden an seinem Gehirn davongetragen hat und dessen Gehirn aus diesem Grund gescannt wird. Nach diesem Scan findet sich Simon in der zerfallenen und zerstörten Unterwasserforschungsstation Pathos 2 wieder, die mitten im Nordatlantik liegt. Auf der Suche nach Antworten, wie er dorthin gelangt ist, trifft Simon auf Catherine, die ihm erklärt, dass sie ihr Forschungsprogramm, die Arche, vollenden muss. Die Arche ist ein rein virtuelles Utopia, in dem die Menschheit als virtuelle Repräsentationen ihrer selbst weiter existieren können und welche nun durch Simon in den Weltraum geschossen werden soll. Kurz darauf wird nämlich klar, dass die Menschheit von einem Kometen ausgelöscht worden ist und die Forschungsstation die letzten Menschen beherbergt hat. Catherine ist, wie Simon auch, ein Roboter, der mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet ist. Die Station ist ebenfalls, bis auf eine Ausnahme am Ende des Spiels, lediglich von Robotern bevölkert. Zusätzlich zu diesem Problem wird später klar, dass die Vau, eine künstliche Intelligenz der Station, ihre Aufgabe, die Menschheit zu retten, so interpretiert hat, dass sie die Gehirnscans, die für die Arche vorgesehen waren, in die Roboter lädt, um die Existenz der Menschheit zu erhalten. Dies gelingt ihr mit Hilfe des Strukturgels, das sich überall auf der Station finden lässt. Auch Simons Gehirnscan, der über 100 Jahre zurückliegt und als Grundlage für weitere Scans gedient hat, wurde aus dieser Motivation heraus in einen Roboter geladen. Letztendlich gelingt es Simon und Catherine, die Arche zu finden, die Vau zu zerstören und ihr jeweiliges Bewusstsein in die Arche zu laden, bevor diese in den Weltraum geschossen wird und dort nun die letzten Reste der menschlichen Zivilisation für die nächsten 1000 Jahre erhält. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Simons Bewusstsein wird innerhalb des Spiels dreimal in einen neuen Körper kopiert. Ganz zu Beginn des Spiels von Toronto in die Unterwasserstation, dann von einem Körper in einen für die Tiefsee geeigneten Körper und zum Schluss von diesem Körper in die Arche. Über das gesamte Spiel hinweg erlebt der Spieler dabei eine stringent erzählte Geschichte, bei der man den Eindruck hat, das gesamte Spiel über den identischen Simon zu spielen, obwohl man unterschiedliche Körper spielt. Doch ist diese Annahme gerechtfertigt oder handelt es sich immer wieder um einen neuen Simon? Ist der Simon, den man zu Beginn in Toronto spielt, der gleiche Simon, der am Ende in der Arche ankommt? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir auf die Theorie der personalen Identität John Lockes schauen. Er unterscheidet die drei Begriffe Mensch, Substanz und Person. Der Begriff Mensch ist für ihn an den Körper eines Menschen gekoppelt. Egal welchen Verstand bzw. welche Vernunft dem Körper innewohnt, so nennen wir ihn nach Locke Mensch aufgrund des Körpers. Somit ist Simon nach dieser Definition kein Mensch mehr, sobald er in den ersten Roboter geladen worden ist. Und in der gesamten Forschungsstation existieren nur noch zwei Menschen. Die Zuschreibung Mensch basiert für ihn also auf einer biologischen Grundlage. Die Substanz hingegen ist dieser Theorie nach ein Träger von Eigenschaften. Dieser ist nicht erkennbar. Wo sich also mein Bewusstsein befindet, kann nicht geklärt werden.
Wenn man das Gehirn eines Menschen nach dessen Tod obduziert, wird man bis zum heutigen Tage nicht den Ort, den Träger des Bewusstseins ausmachen können. Somit ist es für die Person, den letzten und entscheidenden Begriff Locks, irrelevant, in welcher Substanz sie sich manifestiert. Die Identität ein und derselben Person könnte sich in unterschiedlichen Substanzen realisieren. Das Switchen zwischen Körpern wäre einer identischen Person möglich. Wäre dies nicht der Fall, dann würde das jüngste Gericht keinen Sinn ergeben, da die Person nicht als dieselbe Person auferstehen könnte. Dieser Gedanke Locks beschäftigt auch Simon innerhalb des Spiels. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ! This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. Nun bleibt noch zu klären, ob der Simon aus Toronto in seinem menschlichen Körper dieselbe Person ist, die in Pathos 2 aufwacht. Locks These für die Person lautet: Person stands for a thinking intelligent being that has reason and reflection and can consider itself as itself. Dieses sich selbst als die identische Person wahrnehmen funktioniert mittels Erinnerungen. Wenn sich Person A an Handlungen von Person B erinnert, die diese, sagen wir mal 100 Jahre zuvor in Toronto begangen hat, dann ist Person A mit Person B identisch. Der Simon aus Toronto ist vorerst personal identisch mit dem Simon, der in der Forschungsstation erwacht. Es handelt sich hierbei um eine Erinnerungsidentität. Doch wenn dies für Soma gelten würde, dann wäre nicht nur der Simon, der als erstes erwacht, identisch mit dem Simon aus Toronto, sondern auch der Simon, der in Toronto kurze Zeit später verstarb, und der Simon, der in dem Taucheranzug nach der zweiten Übertragung zurückbleibt. Alle diese Kopien wären identisch, da sie die gleichen Erinnerungen innerhalb ihres Bewusstseins teilen. Jede dieser Personen würde auf die Frage Munchies gleich antworten und seine Identität bestätigen. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Für die Simons gilt, dass sie beim Kopiervorgang identisch sind, da sich die Identität der Person auf alles erstreckt, was erinnert werden kann. Allerdings wird beim nächsten Punkt Locks in Verbindung mit dem Ende des Spiels klar, dass es sich nicht um den jeweils identischen Simon handelt. Denn für Locke beruht die Identität der Person zusätzlich auf der Zurechnung und Verantwortung zu der jeweiligen Person. Wenn nun alle Simons identisch wären, so wäre das Schicksal des Simons, der in die Arche geladen wird, auch dem Simon zuzurechnen, der zurückbleibt. Das Streben nach Glück ist allein für identische Personen möglich,
die davon ausgehen, dass sie für Handlungen bestraft oder belohnt werden, die sie ihrer Identität zukünftig zuschreiben. Das Ende des Spiels zeigt aber nicht nur Simon, dass er nicht mit dem Simon auf der Arche identisch ist, sondern auch dem Spieler, dass er unterschiedliche Simons gespielt hat, wenn ihn das Spiel die Person des Simons auf der Arche spielen lässt. Diese Übernahme von zwei so ähnlichen Charakteren, die trotz dessen nicht identisch sind, kann meiner Meinung nach nur ein Videospiel leisten. Und auch Thomas Gribb, Creative Director des Spiels, sieht diese exklusive Komponente des Mediums. What I find so exciting about having these thematics in a game is that the player is an active participant. There are plenty of books and movies that cover these sorts of subjects, but video games provide a personal involvement that other mediums lack. We want to explore this to the fullest degree. Während Simon also hier klar diese Unterscheidung der Identitäten erkennt und sich nicht mit dem Simon auf der Arche identifiziert, hat Catherine eine ganz andere Meinung dazu. Sylvie? Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Whoa. Is this? Did it work? Der Horror Somas kommt nur indirekt von den Bedrohungen, die Simon in Form von durchgedrehten Roboter-Menschenhybriden aktiv attackieren. Der wahre Horror Somas liegt in der Implikation davon, was es heißt, wenn ein Bewusstsein in einen Roboter geladen werden kann. So folgt eine Gruppe im Spiel der Theorie Locks, dass ein Bewusstsein mit den gleichen Erinnerungen identisch sein muss mit einem anderen Bewusstsein mit den gleichen Erinnerungen. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark,
She is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die. And continue on in the digital paradise among the stars. Diese Gruppe bringt sich jeweils nach den erfolgten Gehirnscans um als identische Person in der Arche weiterleben zu können. Das Spiel macht dem Spieler allerdings absolut klar, dass diese Form der Kontinuität innerhalb der Spielwelt nicht möglich ist. Ark? No, we haven't met before. Is this Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Somit bringen sich diese Leute in einer falschen Hoffnung um. Mit jedem Kopieren entsteht eine neue Person. Und während Simon den ersten Robotern zu Beginn des Spiels noch gleichgültig gegenübertritt und sie nur als Roboter wahrnimmt, wandelt sich dieses Verhalten mit zunehmender Spieldauer. Simon lernt, dass das Kopieren in einen neuen Körper eigene Personen mit Wünschen und Erinnerungen schafft, deren Ermordung zumindest moralisch fragwürdig bleibt. Besonders in der Szene, in der Simon über das Schicksal eines anderen Simons entscheiden muss, wird dies deutlich. What was that? No, it just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Die Entscheidung, die hier zu treffen ist, hat keinerlei Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte, hinterlässt aber, zumindest bei mir, bis heute einen Gänsehautmoment, den ich nicht missen möchte. Der Horror geht allerdings nicht von Simon aus, der hier eine schwierige Entscheidung treffen muss, sondern von Catherine, die sich hier nicht zum ersten Mal vollkommen gleichgültig gegenüber anderen Schicksalen zeigt.
Wenn sich Simon und Catherine das erste Mal begegnen, klärt sie Simon nicht erst über die Probleme der Station oder den Untergang der Menschheit auf, sondern ist vollkommen auf ihre Arche fixiert. Jeder Umstand, der zum Erfolg der Arche führen kann, wird von ihr eiskalt akzeptiert, egal welche Folgen diese haben könnte. Dieses skrupellose Verhalten erinnert stark an Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei Google, dessen Ziel es ist, die volle Blüte der Biotechnologie-Revolution zu erleben und sich dafür Pillen einschmeißt, um sein Leben zu verlängern. Diese Revolution besteht für ihn darin, dass es möglich sein wird, Gehirne nachzubauen bzw. sie mit Computern simulieren zu lassen. Seiner Einschätzung nach ist dies spätestens im Jahr 2045 der Fall. Dass dieses Vorgehen auch moralische Fragestellungen nach sich zieht, scheint für Kurzweil kein großes Problem zu sein. Er empfindet Fragen über die Phänomene Bewusstsein oder personaler Identität als lästig und verzwickt, da sich die damit einhergehenden Fragen, die im vorherigen Abschnitt besprochen wurden, nicht empirisch und damit in seinen Augen nicht wissenschaftlich beantworten lassen, ist es für ihn Grund genug, sich mit den Themen dieser Art nicht weiter auseinanderzusetzen. Er kann als technologischer Posthumanist gesehen werden, deren Denken zufolge sich der Mensch mit der Befreiung des Geistes aus seinem sterblichen biologischen Grab radikal wandeln wird. Ganz in transhumanistischer Manier vertreten die technologischen Posthumanisten eine Position des »Das wird sich schon irgendwie von alleine regeln, wenn wir einmal dahin gekommen sein werden, unseren Geist auf einen Computer hochzuladen.« Diese Sichtweise und seine darauf basierenden Handlungen, als so hoher Mitarbeiter bei Google kann man diese Vorstellung problemlos im Silicon Valley etablieren, rufen viele Experten auf den Plan, die heftige Kritik üben. Für sie seien solche Vorstellungen sogar quasi religiös. So etwa Paul Rochas, Informatikprofessor an der Freien Universität Berlin. Wir wissen überhaupt nicht, wie ein Gehirn funktioniert, wo die Erinnerung sitzt, wie Träumen funktioniert. Der Mensch ist ein analoges, physikalisches System, das hochkomplex sowie ganz fein abgestimmt und geregelt ist und sich deshalb nicht diskretisieren, also nicht in Zahlencodes abbilden lässt. Kurzweil hingegen behauptet, ein Mensch ist ein Softwareprogramm, eine Datei. Und die mag so groß sein, wie sie will. Eines Tages passt sie in einen Rechner. Für Catherine ist das kein Problem. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic. At least it feels worth doing. Heroisch kommt sich wahrscheinlich nicht nur Catherine vor, wenn man bedenkt, mit welchem Enthusiasmus Ray Kurzweil seine Vision vorantreibt. Aber ist es wirklich besser oder überhaupt erstrebenswert, in einen Computer geladen zu werden? Soma zeigt eine mögliche Zukunft auf, in der es möglich sein wird, Gehirne in Roboter bzw. Computer zu laden. Das zunächst absolut erfolgsversprechende Modell der Quasi-Unsterblichkeit stellt nicht nur Fragen über die Identität einer Person, sondern auch über die daran anknüpfenden Fragen der moralischen Zurechenbarkeit. Und das nicht nur der hochgeladenen Person, sondern auch der Person, die das Hochladen mit Versprechen verkauft, die nicht absehbar sind. Very promising. I'll just load them up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. That wasn't so bad. This trauma really got me worked up, bastard. What?
Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Was passiert beispielsweise, wenn ich, also nach Ray Kurzweil, eine Datei fehlerhaft hochgeladen werde? Oder was passiert, wenn meine Datei kopiert wird, wie es in Soma der Fall ist? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scan. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Und was passiert eigentlich, wenn die Person, die für das Hochladen zuständig ist, nicht die Meinung vertritt, es mit einer ebenbürtigen Person, sondern nur mit einem Roboter, mit einem Computerprogramm zu tun zu haben? Where did Alice? Congratulations, Mr. Wan. The scan was successful. Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. Please calm down. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Theta needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Welcher Schrecken kann einen hier erwarten? Sind wir dann noch wir selbst? So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait! Didn't Chun just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wan. Brandon. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide.